Die Vorbereitungen für den Spielbeginn im Theater Altenburg-Gera laufen schon auf Hochtouren. Eigentlich wäre jetzt die Sommerpause, aber vor dem Theater wird trotzdem fleißig gearbeitet und geprobt. Wenn es die Rahmenbedingungen zulassen, könnte schon ab Juni auf der Freiluftbühne die ersten Veranstaltungen stattfinden. Der kaufmännische Geschäftsführer Volker Arnold erklärt, wie die Bühne aufgebaut wurde. Naja, die Bühne muss mit Absicht etwas größer sein. Einfach, weil es ja diese Vorschriften gibt, was diese 1,5 Meter betrifft, dass wir da einfach spielen können. Die Bühne selbst, sehen Sie hier im Hintergrund, ist 11 mal 14 Meter, also relativ groß. Aber eben, wenn Sie dann die Personen mit den 1,5 Metern mal draufstellen, bleibt dann so viel gar nicht übrig. Das ist alles vom Theater organisiert und gebaut worden, bis auf das Dach, was wir hinzu geliehen haben. Das Dach braucht man einfach, wenn es regnen sollte oder leichte Schauer gibt oder so weiter. Wenn man mit Musikinstrumenten hier steht oder auch das Ballett, wenn es tanzt, muss es natürlich trocken sein. Und das ist dann eine Möglichkeit, dort doch auf jeden Fall möglichst immer zu spielen. Eine Bühne draußen zu bespielen, ist für jeden Schauspieler etwas ganz Besonderes. Gerade nach einer langen Zwangspause freuen sich die Schauspieler wieder, das Publikum zu begeistern. Dennoch ist es ein Unterschied, ob das Publikum im großen Saal sitzt oder ob nur 110 Leute draußen sitzen. Der Umgang mit dem Publikum ist ja momentan ein ganz anderer. Wenn dann hier verteilt dann vielleicht 100, 110 Leute sitzen, ist auch eine ganz andere Situation als im Theatersaal oder im Konzertsaal. Und da muss man sich einfach umstellen. Aber ich denke, alle sind froh, dass es jetzt losgeht, dass sie endlich mal wieder losgelassen werden und auf die Bühne können. Theaterbegeisterte Bürger können sich auf alle 5 Sparten freuen. Sobald das Theater die Freigabe hat, wieder zu spielen, werden alle wichtigen Hinweise zum Programm und zum Infektionsschutz auf deren Internetseite veröffentlicht. Wir freuen uns, wenn es wieder heißt: Vorhang auf, Bühne frei.